Ja, liebe Leute, ich bin hier bei der Evibo mit Asra Zürn, der neuen Geschäftsführerin. Frau Zürn, herzlich willkommen in Bocholt. Stellen Sie sich doch mal kurz unseren Zuschauern vor. Danke. Asra Zürn, 37, Mutter zweier Kinder und froh und dankbar, hier sein zu dürfen. Evibo ist klasse. Das hätte man ja nicht erwartet, weil wir haben vorher diskutiert und Sie haben gesagt, Sie hätten viel im Internet recherchiert und da stand ja in letzter Zeit nicht das Beste über die Evibo. Wie kommen Sie jetzt zu der Aussage? Sie haben mich animiert, mich hier zu bewerben. Ich finde das ein klasse Projekt, ein wertvolles Projekt, ein gesellschaftspolitisches Projekt. Sozialer Frieden, soziale Thematiken sind in jeder Kommune wichtig. Und einfach durch die Artikel, die im Netz standen, habe ich gedacht, da muss jemand hin mit bestimmten Kompetenzen. Und ich glaube, die habe ich und ich möchte Evibo nach vorne bringen. Wie wollen Sie das machen? Vertrauen schaffen. Zu den Beschäftigten und zu der Öffentlichkeit. Unsere Qualität hervorheben. Und die haben wir. Aber es müssen ja auch noch ein paar Strukturen verändert werden. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja auch die Kompetenz, die Sozialkompetenz der Evibo weiter gestärkt und auch mehr auf die Sozialkompetenz konzentriert. Habe ich das richtig verstanden? Auch. Also, die Evibo ist weit gewachsen, hat viele Aufgaben wahrgenommen. Ich habe verschiedene Erfahrungen mitgenommen. Ich weiß, wie eine Verwaltung tickt, wie Strukturen aufgebaut werden müssen, damit man zukunftsfähig ist. Und dieses Wissen bringe ich hier rein und werde das in die Form gießen. Sie haben schon mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, haben Sie gesagt. Sie haben aber auch schon mit Ihrem Vorgänger Bertolt Klein-Schmein gesprochen. Wie war das Gespräch? Gut, also ich habe meine Kolleginnen und Kollegen natürlich als erstes besucht. Am zweiten Tag mich öffentlich vorgestellt und gehe jetzt zu jedem Beschäftigten oder man kommt zu mir und wir führen Gespräche. Für mich gehört ein gutes Miteinander, respektvoller Umgang miteinander. Und dazu gehörte auch mit Klein-Schmeink direkt in meiner zweiten Woche direkt zu sprechen, um einfach zu sagen, ich bin jetzt da, wenn wir uns sehen, damit Sie wissen und damit ich weiß, wer Sie sind. Was muss man jetzt in Zukunft tun und was muss man vor allen Dingen lassen? Weiterarbeiten, motiviert dabei sein, Qualität hervorheben. Das und den Fokus auf die Potenziale legen. Und die Potenziale liegen wo? Auf unsere Menschlichkeit. Wir haben immer den Blick des Menschen und wir sorgen für uns und für die Menschen in Bocholt hier. Die Struktur der Evibo wird sich trotzdem ein wenig wandeln. Da muss man ja kein Augure sein, um das vorherzusagen. Wie wird das aussehen? Wir werden Strukturen aufbauen, um zukunftsfähig zu sein. Wir müssen intern aufbauen, bestimmte Kommunikationswege legen, Dienstwege festbaren und auch, dass jeder weiß, wohin geht's. Und das werden wir zusammen gestalten. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.